Herzlich willkommen zur zweiten Folge der XXL Saisonanalyse über die Meistersaison 2019-2020. Nachdem wir in der letzten Folge auf das überkrass epische Intro geschaut haben, auf die Statistiken der Arminia und auf die Spieltage 1 bis 5, schauen wir heute auf die Spieltage 6 bis 12. Es geht mit dem Auswärtsspiel in Hannover los und endet beim Auswärtsspiel in Dresden. Nach dem Intro geht's damit los. Am sechsten Spieltag ging es ins nur 107,7 entfernte Hannover. Bei den Gastgebern, die gerade erst abgestiegen sind, sieht das gar nicht mal so gut aus. Gerade mal 5 Punkte holte man aus den ersten 5 Spielen der Saison. Da hätte man sich sicherlich ganz was anderes vorgestellt in Hannover. Das Spiel ging los mit Chancen auf beiden Seiten und etwas mehr Ballbesitz für unsere Arminia. Es dauerte bis zur 32. Spielminute, dort zappelte der Ball das erste Mal ins Netz. Es gab Freistoß für unsere Arminia, Hartl trat in gewohnter Weise. Ja, und da stand Klaus und köpfte ein zum 1:0 für Arminia. Da schienen die 96er sichtbar getroffen haben, denn ab da spielte wirklich nur noch Arminia. Doch einen hatten sie 7 Minuten vor der Halbzeit noch. Nach einem Konter der 96er kommt Muslera aus halblinker Position zum Schuss. Ortega war schon geschlagen, doch auf der Linie stand noch Jonathan Klaus und kratzte den Ball von der Linie. In der 64. Spielminute gab es dann einen Foulelfmeter für unsere Arminia, da Philippe Klos gefoult hat. Den Elfmeter verwandelte dann in der Folge Vogelsammer. Den jetzt schon verpatzten Saisonstart der 96er krönte noch Waldemar Anton mit seiner gelb-roten Karte, nachdem er einen Arminia-Konter nur mit einem Foul stoppen konnte. Mit dem Dreier in Hannover kletterte Arminia auf den Relegationsplatz 3. Am 7. Spieltag ging es ein zweites Auswärtsspiel in Folge beim Tabellenschlusslicht aus Wiesbaden. Das Spiel fing jedoch gar nicht gut an aus Sicht unserer Arminia. Manuel Schäffler, der den Kampf um die Torjägerkanone mit Fabian Klos aufnehmen sollte, traf nach nur 4 Minuten für Wien Wiesbaden. 1:0. Doch unsere Arminia zeigte sich davon überhaupt nicht beeindruckt und spielte weiterhin offensiven Fußball. In der 20. Spielminute kam es dann zum 1:1 und einer einstudierten Elfball-Variante. Am Ende war es Sebio Soku, der den ersten Treffer für unsere Arminia machen konnte. Er schoss aus 18 Meter aus Tor, Torhüter Valkovia sah gar nicht gut aus, aber konnte uns in dem Moment auch vollkommen egal sein. In der 34. Spielminute legte Vogelsammer auf Klos auf und der verwandelte aus kurzer Distanz. Der Treffer wurde zwar noch kurz gecheckt, weil noch nicht klar war, ob der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie war, doch Klos jubelte schon vor dem Gästeblock, obwohl noch gar nicht feststand, ob der Treffer überhaupt gezählt wurde. Das brachte Wiesbaden komplett aus dem Konzept. 2 Minuten vor der Pause fing Ortega einen Ball ab und schlug ihn lang. Bruder! Schlag den Ball lang! Ditgen und Franke rennen sich gegenseitig über den Haufen und Eddie ist frei durch und verwandelte zum 3:1 für unsere Arminia. Das war auch gleichzeitig der Pausenstart. 7 Minuten nach Wiederbeginn nutzte Vogelsammer einen harten Freistoß und köpfte zum 4:1 ein. Doch Wiesbaden war nicht komplett K.O. Nur 4 Minuten später schoss Schäffler sein zweites Tor und stellte auf 2:4. Doch viel kam von Wiesbaden nicht mehr. Im Gegenteil, dennoch Klos konnte seinen zweiten Treffer markieren. In der 73. Minute schoss er trocken ins rechte obere Eck und verwandelte zum 5:2. Unrühmlicher Höhepunkt war dann die glattrote Karte für Röcker, da er Klos im Strafraum nur mit einer Notbremse zu Fall brachte. Den Elfmeter verschossen die Bielefelder aber ganz ehrlich. Scheiß drauf. Am Freitag, den 27. September, empfing der DSC den VfB zum Spitzenspiel der zweiten Fußball-Bundesliga. 26.124 Zuschauer sahen ein packendes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Man merkte sofort, hier spielt der Dritte gegen den Ersten. Mehr gibt's auch gar nicht zu sagen. Der Knackpunkt war wohl die 61. Spielminute, als Klos in einem Luftzweikampf mit seinem Gegenspieler zusammenkrachte und dafür die zweite gelbe Karte sah, also gelb-rot. Für mich immer noch eine absolut überzogene Entscheidung. Aber gut, kann man jetzt heute auch nicht mehr dran ändern. Glück dann für Arminia in der 76. Spielminute. Nach Vorlage von Al-Ghadoui traf zum 1:0 für Stuttgart. Jedoch wurde der Treffer nach rund 90 Sekunden wieder zurückgezogen. Grund dafür war, dass nach der Kopfballverlängerung ein Stückchen zu weit im Abseits stand. Der VfB hielt den Druck bis zur 91. Spielminute verdammt hoch und kam dann auch zum 1:0. Kempf spielte einen überragenden Steilpass auf Al-Ghadoui und der verwandelte zum 1:0 in der 91. Spielminute. Damit stand die erste Niederlage in der Saison für Arminia. In der Tabelle rutschte man jedoch nicht ab. Der erste Verfolger war nun Erzgebirge Aue, die auf einen Punkt ranrücken konnten.
Jetzt hieß es natürlich Köln-Kopfbewahren, denn es ging ins Nachbarschaftsderby zum VfL Osnabrück. Das Spiel stand natürlich auch im Zeichen der jeweiligen Fanszenen. Während die Osnabrücker Szene, angeführt von der Violet Crew, die erste Halbzeit komplett schwieg, um gegen Montagsspiele zu demonstrieren, vergnügten sich unsere Jungs mit jeder Menge Pyrotechnik. Aufreger der ersten Halbzeit war sicherlich die 27. Spielminute, als Suku nach einer Hardelflanke knapp am Ball vorbeirutschte. Die Unterstützung der Osnabrücker Fans war in der zweiten Hälfte wieder da und das merkte man auch. Die Partie war in der zweiten Hälfte verdammt ausgeglichen. Trotzdem war es der Tabellendritte, der zuerst traf. Andreas Vogelsammer war es in der 57. Spielminute, der nach einer Klaus-Vorlage einen Lessinghaken schlug und ins Osnabrücker Gehäuse traf. Ein paar kleine Chancen hatten die Osnabrücker tatsächlich noch. Doch Arminia machte den Sack in der 91. Spielminute zu. Andreas Vogelsammer war der Torschütze. Oder? Nein, es musste tatsächlich noch ein bisschen gezittert werden. Der Treffer von Vogelsammer wurde durch den Videoassistent zurückgezogen. Zum Ungunsten der Osnabrücker flog dann auch in der letzten Spielminute Amenido noch vom Platz. Und man konnte durch den Derby-Sieg den Vorsprung auf Platz 4 auf 3 Punkte ausbauen. Weil Montagsspiele so unheimlich toll sind, gab es 7 Tage später gleich das nächste. Diesmal ging es zu Hause auf der Alm gegen den vermutlichen Top-Anwärter auf den Aufstieg, HSV ran. Das Spiel war wie erwartet ausverkauft, 26.515 Leute sahen das Duell Erster gegen Dritter live auf der Alm. Unsere Arminia ging schwungvoll in die Partie, doch für mehr als ein paar halbherzige Chancen reichte es nicht. Doch da Fußball ein A-Loch sein kann, war es der HSV, der nach 14 Minuten zum ersten Mal traf. Dieses Tor kam erst zustande, da Eddie einen Kapitalaussetzer hatte und einen Rückpass in den Lauf von Hinterseher spielte. Dieser blieb vor Ortega cool und verwandelte locker. 4 Minuten später kam es dann fast knüppeldick für unsere Arminia. Sonny Kittel nahm sich ein Herz und schoss auch 16 Meter einfach mal auf den Bielefelder Kasten. Der Ball ging dann nur knapp am Leitenkreuz vorbei. In der Folge rappelten sich die Bielefelder wieder auf, kam zum Teil auch zu guten Möglichkeiten, doch bis zur Halbzeit blieb es beim 1-0 für den HSV. In der 50. Spielminute gab es dann eine sehr zweifelhafte Ecke für unsere Arminia. Vogelsammer brachte Wagnermann zu Fall und der stolperte den Ball mehr oder weniger zur Ecke. Diesen Eckball schlug Marcel Hartl in gewohnter Manier in den Strafraum und fand dort den Kopf von Fabian Klos, der zum 1-1 einigte. Natürlich protestierten die Hamburger, doch gebracht hat es ihnen nichts. In der 68. Spielminute kam dann nochmal Klaus für Suku, der nochmal für frischen Wind für die Bielefelder sorgen sollte. In der 73. Spielminute hatte Klos nochmal die Riesengelegenheit, doch Letschert kratzte den Ball für seinen geschlagenen Keeper von der Linie. Ebenfalls Klos hatte nochmal eine gute Chance, aber auch der HSV hätte das 2-1 erzielen können. In der 86. Spielminute verhinderte die Latte Schlimmeres für unsere Arminia. So blieb es also beim 1-1. Den Ausdruck Spitzenspiel hat dieses Spiel auf jeden Fall verdient gehabt und beide Mannschaften konnten ihre Platzierung in der Tabelle halten. Eine Woche später ging es dann zu unserem Lieblingsgegner aus den letzten Jahren, nach Dresden. 8-mal spielte man gegeneinander, 4-mal konnte unsere Arminia gewinnen, 2-mal Dresden und 2 Unentschieden gab es. Besonders das 3-2 in Dresden 2015 sollte wohl jeden Arminia-Fan noch im Kopf bleiben. Die Voraussetzung für unsere Arminia war optimal. Mit 4 Punkten aus 2 sehr wichtigen Spielen spielte man gegen den Tabellen-17. Und das hat man auch gemerkt. Arminia spielte frei auf, während Dresden eher ängstlich agierte. Die erste dickere Möglichkeit gab es nach 20 Minuten, als Vogelsammer nach Vorlage von Jonathan Klaus zum ersten Mal aufs Tor schoss, da Broll parierte. Nachdem Vogelsammer in der 34. Spielminute die nächste dicke Möglichkeit für Arminia hatte, traute sich auch Dresden in der 43. Spielminute das erste Mal auf den Bielefelder Kasten zu schießen. Der Schuss von Nicolau war für Ortega allerdings kein großes Problem und so blieb es bis zur Halbzeit beim 0-0. Auch in der zweiten Hälfte war Bielefeld dominant. Die erste Chance hatte Klaus in der 51. Spielminute, wurde beim Schuss jedoch fair von Wahlquist gestört. 12 Minuten später sollte es dann besser klappen. Brunner flankte in den Strafraum, Broll verschätzte sich komplett und dort hinten stand Vogelsammer und köpfte ein zum 1-0 für unsere Arminia. In der 78. Spielminute wurde es dann sehr laut im Stadion, denn Dresden schoss das 1-1. Legend Patrick Evers flankte auf Jeremev und der verwandelte zum nicht wirklich verdienten 1-1 für Dynamo Dresden. Ein paar Sekunden später wurde es dann jedoch im Gästeblock laut, denn der Treffer zählte nicht. Bei der Flanke von Patrick Evers war der Ball mit vollem Umfang hinter der Linie, also klare Entscheidung. Es blieb bei 0-1 für Arminia. In den letzten 12 Minuten passierte nicht mehr viel. Ein paar halbherzige Angriffe von Dynamo Dresden und ein paar nicht sauber zu Ende gespielte Konter von Arminia. Also blieb es am Ende bei 0-1 für uns Arminia. Das hatte auch Auswirkungen auf die Tabelle. Da der VfB Stuttgart zu Hause gegen Holstein Kiel mit 1-0 verloren hat, kletterte Arminia von Rang 3 auf Rang 2. Musik.
Nachdem sie den VfB letzte Woche besiegt haben, wollen sie nun natürlich auch den neuen Zweiten schlagen. Doch machen wir damit? Wir schauen mal. In der Anfangsphase spielten beide Mannschaften auf höchstem Niveau. Klos hatte in der 4. Minute die erste Chance und die Kieler nur eine Minute später. Klos kam einen Schritt zu spät und der Schuss des Kielers Iao ging nur knapp an der Bielefelder Kasten vorbei. In der Folge spielten beide Mannschaften sehr konstant, wobei man zugeben muss, dass die Kieler hier doch ein bisschen stabiler gespielt haben. In der 31. Spielminute gab es dann einen Elfmeter für Arminia, da Hartl von Meffert zu Fall gebracht wurde. Den Elfmeter verwandelte dann Fabian Klos gewohnt lässig. Bis zur Halbzeit passierte dann gar nicht mal so viel mehr. Also 1:0 für Arminia nach 45 Minuten. Die erste Chance im zweiten Durchgang gehörte unserer Arminia durch Klaus. Jedoch war der Schuss des Franzosen nicht ganz so gefährlich und Gelios konnte den Ball unter sich begraben. Wir machen einen Sprung in die 68. Spielminute, da nicht mehr so viel passierte. Und das ist kein schöner Sprung für Arminia, denn nach Vorlage von Lee hämmerte Iowa den Ball in den Bielefelder Kasten, Ortega absolut ohne Chance. Arminia ließ sich dann nochmal 5 Minuten Zeit und probierte es nochmal. Klos passte auf Vogelsammer und der zog einfach mal aus der Drehung ab und verwandelte zum 2:1. Ganz, ganz lässig. So sieht auf jeden Fall eine coole Reaktion auf ein Gegentor aus. In der Nachspielzeit wurde es nochmal ganz brenzlig. Nach einer langen Flanke der Kieler verschätzte sich der sonst so sichere Ortega und dort stand dann Serra frei vom Tor und da stand dann Nielsen und kratzte den Ball so gerade noch von der Linie. Boah, nochmal Glück gehabt. Es blieb am Ende beim 2:1 für unsere Arminia und man konnte den zweiten Platz in der Tabelle sichern. In der nächsten Folge geht es dann mit dem Auswärtsspiel in Nürnberg weiter. Da wird sich der ein oder andere sicherlich noch daran erinnern können, also schaltet dort gerne ein. Sonst lasst natürlich auch gerne ein Däumchen nach oben da und ein Abo auf diesem Kanal, wenn ihr keinen Content mehr verpassen wollt. Ich bin an dieser Stelle raus, sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit, reingehauen und natürlich auf Arminia!